Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 6 to the Sky. Und heute wird wahrscheinlich eine der letzten Folgen, vermutlich, denn wir haben im Stream festgestellt, dass wir schon ziemlich weit sind. Wenn wir mal gucken, der All the Mods da sieht aktuell so aus. Das heißt, es fehlt nur noch das hier und das hier. Und das eine hier ist Mass of Wills, das können wir gleich mal machen. Und das andere ist der Dimensional Seed. Und maybe hat Joe den zumindest schon teilweise bereit. Ich will nur mal gucken. Ah, es fehlt noch Endstone. Aber nichts, was wir nicht im letzten Stream hinbekommen würden. Und da man manche Teile hier sowieso nicht automatisieren kann, werden wir den All the Mods da auch nicht automatisieren. Und ja, wir sind bald durch. An der Stelle auch der Aufruf, no, wenn ihr Modpacks kennt, bevorzugterweise natürlich neuer als 1.16, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Joe hätte halt ganz gerne ein Hardcore-Modpack und ich fände das auch ganz nice. Aber ich glaube, dass wir da verfügbarkeitstechnisch ein bisschen am verlorenen Posten sind. Ihr seht hier, Blitze haben alles abgefackelt, mal wieder, da auch, das Haus abgefackelt durch Blitze. Ja, ich repariere es jetzt auch nicht mehr, weil das ist mir jetzt mit den Blitzen zu lästig. Das mit dem Blitzableiter hier war eine nette Idee, hat nicht funktioniert. Und genau. Und was wir im letzten Stream noch gemacht haben, ist einmal hier den Mana-Infuser aufzustellen. Und ich kann euch noch den Status hier oben zeigen. Und zwar in der Sternenbasis. So. So sieht's aus. Auch das Projekt kann leider nicht so gebaut werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn diese Linsen, die hier, die man für viele Dinge braucht, sind in dieser Modpack-Version verpackt. Also die funktionieren nicht. Die können keinen Starlight übertragen. Und damit sind sehr, sehr viele Astral Sorcery-Sachen leider RIP. Ja. Schade Schokolade, aber ist halt so. Aber das ist der aktuelle Stand. Hier ist noch überall Schnee. Terro-Terro-Boso automatisieren mit Sonnenblumen und so könnte man machen, aber könnt ihr dann machen, wenn ihr euch die Map runterladet. So, also, womit starten wir? Am besten erstmal mit dem einfachsten, und zwar mit der Mass of Wills. Wir haben hier hinten so den ein oder anderen Gaia-Guardian geschlachtet. Sind eigentlich noch die Sachen unten? Ich glaube, ne? Hier so mit automatischer Item-Abpumpung. Hier so ein paar Gaia-Spirit-Ingots. Also klassische 0815 Sachen hier, ein paar Runen, ein paar Bücher, ja, zwei Stacks Gaia Spirits, ja, so das Übliche, ne? Nichts Besonderes. Ach ja, es ist schön, wenn man so OP ist. Und dabei haben wir aber auch Wills bekommen. Die zeige ich euch jetzt hier. Haben wir hier nicht den Apo? Nicht den Apo Red, sondern den anderen. 140 Millionen Eis. Nice. Ich dachte, der steht hier. Ah, nee, der ist hier. Okay. Vergessen, den aufzustellen. So, Water Bucket. Also, wir brauchen Wasser. Und dann brauchen wir Will. Und zwar eins. Okay, wir müssen die scheinbar so rausnehmen. Das, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann noch ein Seed. Und Bonk, Mass of Wills.
a combination of all the six wills of the ancient. So, damit haben wir nämlich das vorletzte Item für unseren All the Mods da. Oh yeah. So, einmal kurz schlafen. So, und was ich auch noch ganz schnell fertig machen wollen würde, mal schauen, ob wir das hinbekommen, ist eine Automatisierung hier für das Mana. Aber wir haben da ja schon mal mit angefangen. Und es sollte ja möglich sein, das weiterzuziehen. Dafür brauchen wir in jedem Fall einen Red String Comparator. Gehen wir mal runter. Red String. Red String. So, man muss auch schreiben können. Red String Container. Dispenser, Nutrifier, Comparator, Spoofer, Interceptor. Okay, wir wollen den Comparator. Dafür brauchen wir Red String und dafür brauchen wir so ganz übliche Sachen. Comparator. Und dann brauchen wir, jetzt lasst mich mal überlegen. Ich habe das da oben mit einem ME-System gemacht, ne? Weil ich es halt extra schwer haben wollte. Was ist manchmal mit mir? Ist das da? Nee, es ist da. Das ist der unterste. Okay. Nehmen wir erstmal einfach ein paar Building Blocks und setzen dann hier den Komparator hin, der aber andersrum platziert werden muss. Ja, da ist der Red String. Genau, denn der connectet sich jetzt zu diesem Mana Pool, womit wir hier unten dann quasi durch den Boden den Mana Pool auslesen können. Also wir können hier sogar die Erde wieder hinmachen, alles kein Problem. Der kann das auch durch die Erde durch. So. Dann haben wir hier das ME-System gebaut. Keine Ahnung, was da drin ist. Aber ich glaube nicht, dass wir es noch brauchen. Wie habe ich mir denn das vorgestellt? Genau, das war ja für den Mana-Transport nach unten. Aber wir müssen erstmal das Mana auch herstellen. Und das ist, glaube ich, die schwierigere Sache. Wir müssen eigentlich so lange der Mana-Pool nicht voll ist. Und wir müssen ja erstmal auslesen. Oder nehmen wir ruhig. Dann nehmen wir ruhig Living. Living Rock, dafür haben wir es ja. So, möglichst nicht mit dem da drüben interagieren. Comparator. Genau so. Jetzt. So, also wir können den Füllstand auslesen. Und solange der nicht voll ist, was sich ja, denke ich, recht einfach kontrollieren lässt, hier über die Power, müssen wir hier in das System Nether Stars werfen. Denn die werden dann über diese Formation Plates hier drauf geworfen. Also sobald ich, ja, sind auch dann immer vier, wenn wir fertig sind.
Was brauche ich denn jetzt hier? Das da, das da. Ah, okay, es ist aktuell auch nur der eine angeschlossen. Aber wir werden dann alle vier machen. Und sobald man vier da reinmacht, oder? Ja, ist jetzt die Frage. Ah, ist jetzt wieder die Frage. Wenn ich hier. Und da eine Formation Plate habe. Drop das Item. Wie macht er das dann? Teilt er das gleichmäßig auf? Ich glaube, das müssen wir mal testen. Nehmen wir mal den gegenüberliegenden. Und dann nehmen wir Glass Cable. So. Genau. Dann Facade. So. Und dann eine Formation Plate. Formation Plate. So, und dann Netherstar. Zack. Drop as Item. Dann ziehen wir das einmal durch. Stört das den Red String? Nö. Perfekt. Und dann verbinden wir uns nach da. Smart. So, und wenn wir jetzt zwei Netherstars nehmen und die gleichzeitig hier reinwerfen, dann wäre jetzt die Frage. Okay, er wirft beide raus und beide daneben. Das ist schon mal super. Nicht. Das ist gar nicht super. Okay, ich glaube dann. Müssen wir es ein bisschen anders machen. Ich habe schon eine Idee. Dann nehmen wir das ME-System nur als Träger. Weil das hier oben so schön, ne, ist. Und Quad Fiber. So, wir nutzen das hier nur als Stromanschluss erstmal. So. Okay, so funktioniert das theoretisch schon mal. Na, das ist jetzt ein ganz, ganz kleines Mini-ME-System mit einem Interface und einer Formation Plate. So, nehmen wir hier Interface.
So. Dann. Haben wir hier noch einen, der fast fertig ist. Komm, und den hier können wir eigentlich auch. So. Plonk. Plonk. Facet. Formation plate. So, jetzt brauchen wir neue Fassaden. Cable Anchor und Dreamwood. So. Und auch eine Formation Plate. Items droppen. Items droppen. Items droppen. Items droppen. Okay, dann ein Mana-Kollektor wäre noch gut. Mana-Kollektor. Haben wir noch einen? Nee. Okay, müssen wir noch einen machen. Und Dreamwood Leaves. Na nee, warte. Das hier ist zu viel. Ich baue die mal ähnlich wie den hier. So, und hier kommt noch der Mana-Kollektor dran. Dann hätten wir das auch. Und natürlich ein Spark. So, und jetzt muss hier unten, und zwar würde ich da nochmal tatsächlich XNet benutzen. Und dann Network Cable. Routing Network Cable. Ich glaube, die können nochmal was anderes. Dann nehmen wir erstmal gelb dafür. Wir brauchen noch Interfaces. Interface. Ne, das waren Konnektoren. Advanced Yellow Connector. Gut, einmal wieder nach unten. Advanced Yellow Connector. Normaler Yellow Connector. Advanced Yellow Connector. Und da kommt jetzt einer an jedes Interface dran. Und natürlich auch an den Controller.
So, die kreuzen sich genau hier über dem Red String, aber der geht noch durch. Perfekt. Das heißt, das ist kein Problem. Und dann könnte man jetzt hier einstellen, dass unter gewissen Bedingungen Items verteilt werden, oder? Logic, Storage, Xnet Item. So, das hier sind ja die Insert Mode, Extract Mode. Random Slot Around Robin. Ja, Round Robin, also Order. Dann beim Output quasi, okay. Insert, Netherstar, Max Amount 1. Das können wir dann auch kopieren in die anderen. Da ist das schon mal nicht das Thema. Do one operation on a pulse. Das klingt doch gut. So, also können wir es uns erstmal recht easy machen, eine Chest nehmen. Und da ein Interface dran. Da machen wir dann Netherstars rein. Und ein Yellow Network Cable. Und hier ist ein Extract Order. Die fehlt ja mal alle beim Extract rein, ist einfacher. Genau, Extract Order, aber inserten tut er nur jeweils bei einem Impuls. Und den bekommt er aktuell noch nicht. So, was wir auch noch brauchen, sind Energy Acceptors. Ich mache da einfach mal 4 Stück und gut ist. Energy Acceptor und Point. Das ist der einfachste Weg, das Ganze mit Energie zu versorgen. So, braucht nur 4-5 RF. So, und die verbinden wir alle mit Skynet. Ich mach den an der Stelle mal hier. Einfach nur, damit er sich nicht aus Versehen hier irgendwo verbindet, beziehungsweise dass er hier das Redstone irgendwie stört oder so. Wer weiß. Skynet. So. Boom, Skynet. Okay, damit haben die alle Energie. Soweit, so gut. Dann ja, der Puls, der kommt dann auf der roten Leitung. Ach nee, der Puls, der kommt ja bei den anderen an. Der kommt bei den Insertern an. Hm.
Ja, und dann hätte ich gerne mal einen Button zum Test. So, der Button. Output Color Red. Sensor Mode. Redstone. Wenn Redstone größer 0 ist, dann gibt's ein Signal ab. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Sollen wir jetzt so schauen, ob das wirklich technisch gesehen funktioniert? Lamp. Würde ich jetzt hier nochmal eine Lampe hinmachen. So. Und die Lampe. Bis im Norden. Und das hier ist down. Ich bin mir nicht sicher, ob der das wirklich auslesen kann jetzt. Er erkennt zwar den Button, aber wer weiß, ob er den wirklich auslesen kann. Warte mal, das ist Sensor. Ich will ein Output. Redstone Output Value. 15. Ist größer 0. Sensor. Output Red. So wirklich hilft uns das noch nicht weiter, ne? Weil es gibt ja hier auch definitiv keinen Puls. Weil was jetzt der Plan wäre, ist, dass der jeweils hier immer einen Puls ausgibt und die dann automatisch hier in die einzelnen Interfaces, zack, zack, na, das reinlegen.
Die fallen dann hier runter auf die Pflanzen und die machen dann Mana. Aber ich verzweifle mal wieder an RF-Tools. Ich probiere mal kurz ein bisschen rum. Ich habe das Problem gefunden. Der Controller hat da einfach keinen Strom. Oh man. Okay. So, weg da. Und wenn ich jetzt einen Button hier hin mache. Okay, wird der Button interessanterweise nicht ausgelesen, aber das ist durchaus eine Möglichkeit. Aber eine Redstone Torch müsste gehen. Ah ne, warte, doch eine Redstone Torch hat auch 15. Sensor. Ich habe jetzt auch ist gleich 15 gemacht. Redstone. Naja, immerhin so funktioniert's. Das bedeutet, wenn ich jetzt hierher gehe und sag, wann immer ihr ein rotes Signal bekommt. So, das kann ich nochmal rausnehmen. Dann macht euer Ding. So. Extract Single Order. Nee, so müsste es eigentlich besser sein. Aber nichts ist passiert. Oder muss ich hier vielleicht trotzdem auch Netherstars reinlegen? Damit er weiß, was genau. Theoretisch habe ich ja beim Extract schon, aber wer weiß. So, ne, das ist noch gut da. 65. Kann ich das so machen? Dann hier nochmal neu konfigurieren. Create Sensor. RS. Wie stark ist das Signal? 15. Okay. RS ist gleich 15. Und dann gibt auf dem roten Kanal was aus. Okay. Das funktioniert. Hat zwar ein bisschen Delay. Kann man den Delay noch runtersetzen? Ja, auf 5 und hier auch auf 5. Ja, das ist relativ gut jetzt. Aber es sorgt scheinbar nicht dafür, dass diese Interfaces hier was reinwerfen. Na, weil der müsste ja immer rausziehen. Ich kann das höchstens hier auch das so mal einstellen. Ne, juckt auch den nicht. Redstone ignored, ja. Extract, Single Item.
Vielleicht auch auf 5 Ticks, keine Ahnung. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ja gut, bei irgendeinem wäre sie dann immer Süden, ne? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das gilt, glaube ich, eher für andere Sachen. Insert. Oder muss ich hier vielleicht noch... ein Output createn? Ne, eigentlich nicht, ne? Eigentlich kann der ja darauf zugreifen, ja. Ja, also wenn ihr dafür noch eine Idee habt, dann sehr gerne in die Kommentare. Denn die würde ich alle ganz gerne noch automatisch voll machen. Also sagt gerne Bescheid, wenn ihr wisst, warum das XNET-Ding hier mal wieder nicht funktioniert. Ist sicher ein Anwenderfehler, weil das viel zu komplex ist. Aber okay, wait. Wartet. Das wird mir sonst um die Ohren gehauen, das weiß ich, wenn ich das nicht teste. Geht aber auch nicht. Okay, jetzt habe ich es getestet. Also schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann im Stream und da machen wir möglicherweise schon alles fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.